Konnichiwa, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen auf der, wie heißt denn das Ding? LS15 Ahrensfelde mit mir und dem Wolle, wo ich allerdings gerade nicht weiß, wo er hin ist. Der Gute. Servus. Wolle, bist du da? Ja, ich bin da. Servus, grüß euch. Ich bin hier im Biergarten bei der Schnapsbrennerei und ich lass mich volllaufen. Da kommt der Anjin. Weil. Servus, Wolle. Genau, letzte. Hast du eine für mich? Was? Ich habe alles weggetrunken. Für dich ist nichts mehr übrig. Nein, nichts, Nullinger. Dann muss ich mir selber was herstellen. Ach, guck mal. Wir haben eh schon Leerpaletten und Wasser drinnen. Brauchen wir nur noch Gerste. Cool. Cool, stimmt. Hier hinten steht eine Palette. So, ja, dann. Am Kippseite. Leck mich da an. So. Ah, so sollst du eigentlich gleich anfangen. Das dauert aber einen Moment. 100% Gerste ist drin. Wir haben 87% Gerste. Wasser und 33% Leerpaletten. Leerpaletten haben wir ja auch en gros. Haben wir noch? Ja, ja. Hier hinten am Sägewerk steht alles voll. Gut. Auch nicht schlecht. Gut. So, wollen wir mal schauen, ob wir die Folge heute diesmal gemeinsam zu Ende bringen? Ja, schaffen wir schon irgendwie. Ich hoffe es mal. Ich habe jetzt den Grafiktreiber abgedatet. Ich habe mal, ja, hoffentlich passt das jetzt alles. Noch läuft's. Diesmal hat auch OBS einfach mal auf Knopfdruck gestartet und musste ich nicht mit der Maus machen. Es schaut gut aus. Aber wir müssten hier mal Milch mal da reinschütten, das Ding, oder? In welches? Ja, hier in diesen Milchmax-Gedünse. Geht das nicht automatisch? Nee. Ja, dann auf Kamerad. Ja, wenn ich wüsste, wo unser. Haben wir überhaupt ein Fass? Das fängt ziemlich an. Und steht er hier vorne? Ruhig, wir haben ein Fass, okay. Ich hol mal den Benz. Ein Universal-Fass. Ihr seht, der Fliegel steht auch wieder am Hof. Ich habe das letzte bisschen an Hackschnitzeln reingekippt. Der Anschein war fleißig, während ich hier am Verzweifeln war. Ja, das hat mir richtig leid getan. Aber so gesehen hat es den Riesenvorteil, unsere Folgennummern kommen wieder konform. Das ist richtig. Es ist zwar eine leidvolle Geschichte, aber ja, es ist so. Ja, Mai, kann passieren, ist dumm gelaufen. Es ist nicht alles verloren, weil das Video bei dir zu sehen ist. Wir hatten es ja. Hatten's ja da ist Wasser davon, drin, ne? Der ist voll mit Wasser. Toll. Was mach ich jetzt? Kann man Wasser irgendwo lagern? Ich fahre wieder zurück und stelle ihn hin. Wasser. 100% Wasser drinnen. Wahnsinn. Ich wüsste aber auch nicht, dass man hier irgendwo noch Wasser hinkippen kann. Außer braucht, aus. Braucht irgendjemand? Da kippst doch weg. Das kostet ja nichts. Braucht doch irgendjemand Wasser? Bevor es komplett wegkippt, wo sind denn die Viechers? Bei den Viecher. Kühe höchstens. Kühe haben. Wir nicht zwei mehr, Spezialisten. Nicht mehr viel Wasser. Okay, also. Ja, falsche Richtung. Kühe. Ich guck mal, wo die Kühe Wasser brauchen können. Wasser ist immer. 18.800. Ansonsten kippst du den Rest in die Walachei. Weil wir brauchen uns ja eh nicht. Guck, das ist eine angenehme Geschwindigkeit hier vom Wolle auf dem Hof, nicht so wie ich. Wo können kann ich sogar noch hinterher rennen. Wo können das Wasser auf. Hin? Das gehört da rein. Oder? Ja. Da. Ja. Wenn du schon hinterher läufst, ne, bist du nicht mehr, oder? Doch, da ist er. Magst du mir bitte mal die Türe öffnen, dass ich da hineinfahren kann? Ach nee, das ist Gülle. Entschuldigung. Nein, nicht die Gülle öffnen. Immer Wasser. Du hast ihn gerade so schön geputzt, den Benz. Wenn du es mit Gülle vollspritzt, darfst du ihn wieder putzen. Das ist aber hier Milch. Was ist Milch? Ich habe einen Hänger. Ich habe einen Hänger voll so, Wasser. Ich muss erstmal Wasser alles, loswerden. Alles gut. Das ist doch mein Problem. Der ist doch bumsvoll, der Hänger. So, wie mache ich denn das hier? Geh hinten an dem. Fahren bis Kippzeichen kommt und dann kippen. Wasser wird hier nicht angenommen. Hä? Was gehört dann da rein? Ich sag doch hier. Ja, aber was gehört dann da rein, da vorne? Futter. Also es kommt doch in den Stall, das Futter.
Ach, verstehe, wer will. Genau. So, jetzt ist es voll. Das war aber viel. Ja, toll. Ich hab da. Und was anderes haben wir noch nicht. Schafe. Man könnte bei den Schafen mal ein bisschen Wasser reintun. Einfach so. Weißt du? Das war jetzt ein sehr verstörendes Bild. Die Kuh verschwand im Hänger. Und nicht in der Kuh. Und der Anschnitt läuft hinter mir her. Yay. Nein, nicht. Er steht gerade in der Kuh. Ach, das Spielkind. Lass die Kuh in Ruhe, die hat ja nichts getan. So. Kann man den hier überhaupt... Buh. Das ist krass. Ah ja, entleere Conti Universal. Ich bin nicht da. Ich kenne den nicht, gell? Der ist da rein zufällig auf den Hof. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Sodom und Gomorra ist das hier. Das ist ja nicht schön. War schon bei den Schafen? Nein, ich habe keine Ahnung, wo es da hingehört. Na, wahrscheinlich hier beim Schaftor, oder? Ja, da, ja. Da. Wahrscheinlich könnten wir auch durchfahren. Och, mit animierter Türklinke. Ich brech weg. Geht der zweite Torflügel auch noch auf? Ja, automatisch. Ich gehe kaputt. Ja, es sind schon schöne Gebäude hier, ne? Ja. Lass man Wolle dann links rum? Ne, das wird zu eng. Diesmal im Ende. Tüdel-tü. Boah. Hm? Ja. Aber das sind solche Geschichten, da steckt ewig viel Zeit wahrscheinlich drin. Und hast es einmal angeguckt und dann ist es normal. Oh, schade, da ist der Ausladeträger nicht. Ach, das wollte ich dich verarschen. Wozu hab ich dir die Türen aufgemacht? Ja, ich wollte dich es verarschen, aber es ging nicht. Dann fahren wir halt doch da hinten rein. Ach Mann. Ich habe gedacht, jetzt lasse ich dich da drin suchen, wo der Traktor kommt. Dabei kommt er gar nicht, aber na, ja, es geht nicht. Ja, ja. Wer anderen eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät. Ja, das war schon immer genau. So. Ganz genau. So, Abkippsymbol, jetzt tauch aber bitte auf. Ja, da ist es. Und? Abladen unmöglich? Umschalt Q. So. Ach, schön. So, es ist Wasser drin. Und jetzt sage ich, jetzt kommt's, jetzt muss ich aber in die Außenansicht, das möchte ich nämlich auch sehen. Jetzt sage ich M, oder? Button 3 war das. Ah, es geht nicht. So. Das geht. Es entleert sich, aber es sieht man aber gar nichts. Das ist ja schade. Nö. Na gut. Ich sehe auch nichts. Gar nichts. Wird aber wirklich weh. Doch, man sieht es hier oben an der Skala. Ja, aber ich hätte gemeint, es läuft irgendwo raus oder so. Es wäre viel lustiger gewesen. Ja, hab ich auch gedacht. Ich kann da übrigens noch Räder wechseln. Ich gieß mal einen Hof. Ich gieß mal einen Hof. Dann ist er nicht so staubig. Räder gewechselt. Und jetzt haben sich die Räder gewechselt? Tatsache. Ja. Ah. Tatsache. Ja, mit Schwarz schaut gut aus. Racing Black. So. Nee, sieht's nicht. Sieht's nicht? Okay, weiß. Sehr schön. Milch gab's da vorne, ne? Richtig, hier am... Nee, nicht am Milchmax, sondern an dem, jawohl. Hier da, oder? Ja. Also das ist jetzt hier meine Tätigkeit, die kommt mir sehr entgegen. Wieso? Na, mitlaufen, gucken, was da wohl so macht. Ach so. Dumme Kommentare abgeben. Ja, das ist normal meins, gell? Weil er gerade den Trigger verfehlt. Was? Ich verfehle doch keinen Trigger. Hier. Schlauch hinkängt, schau. Ja. Schaut scheiße aus, ja, ich fahr mal ein Stückchen vor. Richtig, Schlauch mitten so, durch den Anhänger. Jetzt schaut's besser aus. Cool, ha? Mit Schlauch, das finde ich ja schon toll. Das ist geil gemacht, ja. Und der Hänger wird auch... Habe ich die Maus bewegt oder wird der Hänger tiefer? Nein, der Hänger kommt tiefer.
Ja, cool. Geil. Irgendwas blinkert bei mir wie blöd. So, Herr Wolpertinger. So, dann fahren wir noch. Bist du eigentlich auf Wolpertinger 2000 gekommen? Also Wolpertinger kann ich ja noch erklären, aber 2000? Wolpertinger war mein mein Name auf CB-Funk. Ja. Ich habe nicht mal CB-Funk gemacht. Wo muss ich das da reinschmeißen? Links oder rechts? Ich würde mal sagen, da wo du stehst, oder? Nee, ich hätte gesagt hier. Und da rausholen? Kann sein. Lalala. Ich okay. Weiß es nicht. Genau, also wie gesagt, war mein Name bei CB-Funk. Wolpertinger. Und dann, ja, habe ich angefangen ja mit Internet. Da hieß es auch immer Wolpertinger. Und dann bei Con... Nein, wir haben die geheißen damals. Ich weiß nicht, wo muss ich denn das hin tun? Das habe ich einen Hänger voll Milch. Vorne, da probierst du doch hier vorne. Ich habe einen Hänger voll Milch und ich krieg nichts raus. Vorsicht, Anjin, Vorsicht. Milchtank auffüllen. Ach, da wär's doch gewesen. Ah, gerade gesehen. Milchtank auffüllen. Klonk. Na, siehste. Ja genau, und dann die 2000 kam dann einfach, das war 90 im Internet, also so halt so in den frühen, ja keine Ahnung, 95 rum, und dann war 2000 ja noch ewig weg. Und dann kam die 2000 irgendwann dazu. Hat also nichts mit dem Geburtsdatum zu tun, nein, ich bin leider keine 18. Schau mal. Stimmt, Baujahr 2000 ist man jetzt 18. Schau mal, da hat hier cool. So ein rotes Ding hochgezogen. Das gibt's ja gar nicht. Und ich guck da oben auf die blöde Anzeige, wie die Prozentzahl steigt. So, was macht der jetzt? Der produziert jetzt Paletten, glaube ich, oder Kannen oder sowas. Der produziert Paletten, der soll bitte Milch produzieren. Ja, es steht ja irgendwas mit Roh, Kannen oder sowas. Oder wie heißt der? Haarmilchbehälter. Achso, und die kommen dann da raus und die kann man damit irgendwo hin tun. Okay. Wir so, sollten... Da hier so ein Palettenspawner ist, nehme ich mal an. Wir sollten mal irgendwann die 1 da oben wieder ein bisschen auf 5 machen. Ja. So, die 1 ist ein bisschen auf 5. Cool. Und wenn ich da dran ziehe, dann ist es auf wie in der Milch, oder? Zieh, komm. Geht nicht. Es klemmt. Müssen wir mal... Es klemmt, da kannst du nichts machen, schau. Ziehen ist ja auch ein Quatsch. Sehe ich gerade, das muss man, wenn dann, nach links oder rechts machen. Nach links oder rechts? Ich dachte nach oben, nach unten. Nee, geht ja gar nicht. Ich komme hier nicht hoch. Ah, doch jetzt. Cool. Gibt es ja auch noch ein Hochregal. Ja. Gut. Okay, wollten wir nicht irgendwas verkaufen? Ja, wir blöd. Wir verkaufen nie irgendwas, weil wir wollen kein Geld. Geld ist völliger Quatsch. Wir sind so glücklich ohne Geld. Ach. So, was haben wir denn überhaupt, was wir checken könnten? Wir haben, glaube ich, 100 Millionen Kartoffeln. Das stimmt, die will aber im Moment keiner haben, oder? Verdammt. Nein, die sind gerade ganz mies. Echt? Achso, die sind Kartoffeln gedämpft, Verzeihung. Wo sind denn Kartoffeln? Sand haben wir auch noch nie ausprobiert. Sand? Stimmt. Die Frage ist, wie kriegt man den? Braucht man dann Frontlader dafür? Dann lass uns doch mal zum Sand fahren. Wir fahren mal zum Sand. Ich hänge hier mal, oh, ich hänge hier mal die Schaufel ran. Kiste. Genau. Machen wir heute mal ein bisschen Map-Erkundung. Machen wir einfach mal Blödsinn. Machen wir nie sonst. Sind wir so ernsthaft unterwegs. Nee. Haben wir überhaupt eine Schaufel? Total ernsthaft. Wir haben eine Schaufel. Haben wir denn die wieder hingestellt? Da hinten irgendwo, oder? Habe ich schon gesagt, dass ich das Dings da IC-Steuerung umgelegt habe während deiner schöpferischen Pause? Das ist umgelegt. Oh Gott, was hat sie dir getan? Genau, super, danke. Ja, ich habe es umgelegt. Die haben IC-Steuerung. So, Sand, jetzt ich fahr mal dahin. Das ist doch Aber was macht man denn damit? Oh Gott. Sand. Oh Gott. Wo kauft man denn den? Anjin.
Nein, der ist nicht da. Sand verkaufen wir bei Sand, das ist nicht deren Ernst. Was meinst du damit? Garage? Was hast du denn auf der Schaufel? Nix. Ich tu mal hier so. Ja, nicht. Wo tue ich denn zurücksetzen? Was hast du denn schon wieder gemacht? Auf I, glaube ich, setze ich zurück. Ja, da genau. Die setze ich mal zurück. Und das hat es gesehen, verdammt. Hat es gesehen. Hörst du mal auf zum Lachen? Ist nicht nett. Da ist er, danke. Putsch. Ich dachte, ich hätte die Palettengabel auch zurückgesetzt. Aber die falsche. Die falsche auch noch. Oh nee. Ah, ich mag nicht mehr. Ah, falsche Richtung. Entschuldigung. Wieso haben wir zwei Palettengabeln? Ich glaube, eine ist für einen Telelader und eine für einen Frontlader. Jetzt fahre ich es auch noch schnell um am besten. Gott, das ist schon wieder hier. Na, Pidax, da ist dein Wolle wieder zurück. Da ist er wieder. Ah, oh, da ist er wieder. Ich hab doch gewusst, dass der Kerl nicht aus der Welt ist. Oh, Mann. Er hat sich nur versteckt. Mach dir keinen Kopf, Pidax. Wo kriegen wir den verdammten Sand her? Warte mal. So. Jetzt machen wir noch gleich. Völlig falsch. Gleich nur ein auf Flugbands. Das heißt, ich kriege jetzt diese Palettengabel da nicht ran, weil die nicht für diesen Ding ist, oder? So glaube ich. Ja. Dann gibt es kein Feld. Steht die halt jetzt mal dumm im Hof rum. So. War ich denn wieder lang? Ah. Kannst du dann nachher aufräumen, wenn ich meinen Rechner wieder abstürzt? Ich werde hier noch zur Mutter der Kompanie. Sollen wir erstmal schauen, ob ich das Ding hier einfangen kann, ohne dass ich da dann einen vollen Abflug mache? Weiß der Geier, ob wir dafür überhaupt eine Palettengabel brauchen? Nein, ich wollte ja die auf dem Dings tun. Kann ich mir überhaupt irgendwas merken? Ich bin doch jetzt bei Sand. Ich wollte die aufs Regal machen und habe dabei natürlich den Frontlader abgehängt, weil... Ja, weißt schon. So, hier wird nur Sand los. Aber wo kriegt man den her? Ich weiß, wo man den herkriegt. Im Sandberg. Wo ist das? Wo bist du jetzt? Da, wo Sand steht. Wo steht denn Sand? Steht auf der Karte irgendwo? Wo steht denn Sand? Ja, ganz. Ich sehe es. Ich sehe es. Ganz seh's. Links. Ich glaube, ich weiß wo. Ganz links auf ganz der Karte, links. Ne? Ja, ja. Überhalb vom Fluss. Seh's. Das aus dem ETS-2 geklaute Teil. Ich bin aus dem. Ich bin zum Trigger gefahren. Zum Verkaufstrigger. Ich honk. Achso. Es gibt einen Verkaufstrigger? Von Sand, ja. Das der ist ganz recht. Scheiße, weißt was? Ja, super. Das ganze Gerät, was hier rumsteht, ist alles für einen Telelader. Wir haben keine Schaufel für den Frontlader. Bist du sicher? Ja. Das ist alles Teleladerzeug hier oben. Ist doof. Ich dachte, wir hätten eine Schaufel für einen. Nein, wir haben. Stimmt, das waren Telelader-Arbeiten. Ja. Wir haben. Ja, Wolle, das tut mir leid. Da werden wir eine Schaufel kaufen müssen? Wir haben für den Dings haben wir eine. Sag schon, eine so eine Baumzange haben wir gekauft. Oder du Poltergabel. Sag ich doch, Baumzange. Ja, richtig, genau, Poltergeist. Oder du wartest, bis ich hier mal am von ETS zugeklauten Sandwerk war, ob man dort überhaupt eine Schaufel braucht. Ja, und ich kann ja mal ansonsten den Telelader hier holen. Kunstvoll hier ab. Ich wollte schon wieder einen Schlepper hier versenken. Wir laufen jetzt da mal zu Fuß hin.
falsche Richtung, total falsch. Ey, Wahnsinn, ich hab's ja. Da muss ich hin, da, dahinter. Sandwerk an. So. Es hast es angeschalten. Ich habe mir gar nichts gemacht. Hast du nicht gesagt, Sandwerk an? Ankunft am Sandwerk. Oh, ich werde beladen. Du wirst beladen. Ja, mit Peacock. Mit Peacock. Mit was? Was auf Sand? Was? Da steht hier so ein russischer Buchstaben. Oh Gott, immer diese Russen. Natürlich das C wie ein, das C wie ein C gelesen, ist natürlich Quatsch. K. Also ein S wie Sock. Keine Ahnung. So, also wir brauchen keine Schaufel. Cool. Wir brauchen nur einen Hänger. Cool. Einfach aufgeladen. Schau, ja, da ist jetzt fahre ich die ganze Chose wieder zurück. Da ist er, da ist er. Ja, also. Hallo, ja, was machst du denn da? Ich hab mich unter Gewalt. Es war ein Attentat, ich hab's genau gesehen. Ein schlecht ausgeführtes noch dazu. Komm, wir laufen mal hinterher. Das wirst du nicht schaffen. Den vergeigt sowieso wieder irgendwo. Nein, es geht schnurgeradeaus. Ja, verdammt, das sehe ich auch gerade. Das ist die schlechte Strecke. Oh, ich komme da nicht hinterher. Ja, aber Wolle. Scheiß Lenkrad. Ja, ja, immer dieses Lenkrad. Ist an allem schuld. Ich weiß, ich weiß. Die Technik ist immer an allem schuld. Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ist es auch. Definitiv. Ja, Mensch, wie war denn der Spruch? Die Technik hilft uns, Probleme zu lösen, die wir ohne Technik nicht hatten. Ich kenne den Spruch mit also der Ehe, aber egal. Oh, das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Das hat dir der Teufel gesagt. Ich habe nichts gesagt. Kann nichts sagen. Ich fahre wieder hier oben rum. Wo fährst du eigentlich überhaupt hin? Zum Sandverkaufsträger. Ich will auch den Sandverkaufsträger sehen. Ich laufe noch. Ja, ich fahre extra eine Umleitung. Ich muss einfach nur geradeaus drüber, oder? Du kannst laufen, wohin du möchtest. Ich warte dann auf dich. Über den Hügel muss ich doch nur drüber, oder nicht? Ja, Matsch. Ach, ich hasse Matsch. Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Dann bist du viel zu langsam. Möglein? Ich sehe es schon. Aber wir könnten ja den Beam-Trick nehmen. Kennst du den? Ja, indem du kurz aussteigst und ich einsteig. Oh, toll, bei mir klang das viel, viel toller als. Beam-Trick. Scotty! Scotty, oh, Scott me up, Beamy. Scotty, das sind Zäune. So, Wolle, du kannst. Scotty, da ist eine Straße. Ach, jetzt bin ich auch schon gleich da. Wo bist du denn? Ich sehe dich schon auf der Karte. Ja, aber ich sehe noch keinen Wolle. Wo kommt er? Wo kommt er? Ach, da oben. Von wo hast du gedacht, dass ich komme? Spring von der Klippe. Oh, hallo. Bergen. Was siehst du da Schönes? Traktörs. Du hast den Weiber gesehen, ne? Nee, der liest Traktörs. Ach so. Ach, das geht dann hier zum Zug raus, oder wie? Hier? Ja, zu irgendwas hier. Das ist, glaube ich, nur Decoration. Oh, eine V60. Ja, aber nicht schön gemacht, egal. Und da kippen wir jetzt diese Schoße rein. Wo bist du? Mach mal. Kipp's rein. Ich soll reinkippen. Ja, ich hab's hergefahren, du darfst reinkippen. Du darfst reinkippen. 32. Komm. Hey, ja, komm. Noch ein Stück. Weiter. Weiter links. Ach komm, ich kipp einfach mal. Wolle. Was denn? Du hängst da oben. Nein, das meine ich nicht. Du hängst im Fenster. Guck mal auf unseren Kontostand. Das war Arsch. Wahnsinn. Okay. 100.000 für den Hänger voll? Warum haben wir es nicht schon früher gemacht? Gleich nochmal. Wahnsinn. 100.000. Ja, da können wir uns die Maschine endlich mal leisten.
So, wo ist hier der Hebel zum Zug wegfahren lassen? Da muss doch noch mehr gehen hier. Stell dir vor, das lässt du im Singleplayer mit Curseplay machen. Ja, dann kannst du gleich... Ist doch scheißegal, wohin die Preise stürzen. Das Ding hier ist der Wahnsinn. Wir haben die Gelddruckmaschine gefunden. Ja, eine uralte Lok. LS. Eine uralte Lok, ja. Naja, die hätte man schöner machen können. Das ist meine Lieblingslok. Davon abgesehen, hätte man schon schöner machen können. Ja, ja, die V60. Das ist die erste Lok, auf der ich mitfahren durfte. In real life. Mhm. Und auch mal kurz Gas geben durfte. Das war schon cool. Von drin. Ja, da war ich, was wäre denn alt gewesen sein? So 8, 9 rum? Okay. Da hat der damalige Freund von meiner Oma, der hat im Stellwerk, nee, im Bahnwärter war der, von der, da beim Ausbesserungswerk hat der gearbeitet. Mhm. Und da sind natürlich auch immer die Rangierloks gekommen, haben die kaputten Wägen gebracht zum Ausbessern und so. Ach, das war geil. Du für Kind, ja, was heißt für Kind, das würde ich ja heute noch geil finden, davon abgesehen. Ja. Das war toll, also das hat so richtig, ach. Also wenn uns Dampflok-Tage sind, da bin ich auch mal ganz begeistert. Dampflok ist sowieso das Beste, was es gibt. Nein, das RAW hier, das Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Dann tatsächlich noch die alten Dampfloks reparatieren, genau. Und die reparatieren die? Rapportieren? Die reparatieren die. Und danach rapportieren sie es? Die reparatieren die. Das weiß ich nicht, ich bin ja kein Reichsbahn-Ausbesserungswerker. Ich habe mich versteckt, wenn er es kommt, findet er mich nicht. Wo kommt denn überhaupt? Gar nicht kommt das. Ist ja, okay, also wir hatten jetzt, was hatten wir? 146.000, gell? Ja. Achso, jetzt kaufst du den Sand ein, oder? Jetzt kaufe ich gerade Sand. Ah. Ja, aber ich meine, wir hatten, bevor wir mit dem Sandblödsinn angefangen haben, hatten wir ungefähr 48.000 auf dem Konto. 48.000, genau. Und wo wir fertig waren, hatten wir 148.000. Das heißt, wenn du das jetzt nochmal machst, wirst du bei 248.000 haben. Es sei denn, der Preis ist jetzt wieder ein bisschen gefallen, aber trotz allem, ich dachte, mich trifft der Schlag, wo die das ist Anzeige doch immer mehr in die Höhe ging. Ich habe auf die überhaupt nicht geachtet gehabt. Ich fand es zu faszinierend, wie du in dem Fenster hängst. Das habe ich gar nicht gesehen. So schnell flüchten, weil es kommt der Ehemann heim, musst du schnell aus dem Fenster flüchten. So ungefähr hat das ausgeschaut. Also es ist tatsächlich, wir haben dann hier den Goldtopf, was hat denn das blöde Lenkrad jetzt schon wieder? Den goldenen Topf unterm, also ich bin nicht besoffen, Freunde, das ist hier le Lenkrad. Ja, das sagt er immer. Weil er kuppelt nach links und das Lenkrad geht nach rechts. Und du bist fies, ich fahr grad aus, ich versuch's zumindest. Ich fahr grad aus und das Lenkrad kuppelt irgendwo hin. Diese komischen Hintergrundgeräusche sind das selbstständig arbeitende Lenkrad. Genau so ist, also ich, ach Mann, nein, es ist natürlich nicht so. Was? Wie? Was? Wo? Warst du kurz bei der Schnapsbrennerei oder so? Oder wie? das müssen wir noch gucken. Apropos Schnapsbrennerei, also das bringt mich jetzt wirklich zu einem Punkt, wenn es auf der Karte verbaut ist, diese Hotspots oder die Möglichkeiten da, die einzelnen Punkte zu besuchen nach LS17 oder seit LS17, das finde ich ja echt genial. Das ist schon toll, ja. Musst nicht jedes Mal erst irgendein Vehikel schnappen und dahin gurken und dann steht das Vehikel, mit dem du da hingeguckt bist, auch bloß sinnlos rum. Ja, oder sinnlos laufen. Du findest mich nicht, du findest mich nicht. Nur um was zu gucken. Du findest mich nicht, du findest mich nicht. Erst wären wir reich und dann finden wir dich. Erst wären wir reich, genau. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Was, weil du da in dem Eisenbahnhänger hockst? Ich hocke in keinem Eisenbahnhänger. Ich muss nochmal genauer gucken. Natürlich hockst du in dem Eisenbahnhänger. Nix. Ich hock nicht. Ich lauf hin und her. Du läufst drin rum.
Wolle 248.000. Ja, es gibt 100.000 Bruchhänger, die man holt. Stinkreich. Das machen wir noch dreimal, dann können wir uns die großen Maschinen leisten. Und ein paar Felder, dann können wir richtig... Das machen wir noch dreimal und dann geht's auf die Kanaren. Oder in die Karibik. Jetzt springen wir noch ganz schnell zur Brauerei, oder? Nein, nicht Brauerei, zum Dings. Ich jump mal kurz auf den Hof. Ja, natürlich. Was denn? Dafür die alte Chaise. Ja, lass doch stehen. Also ist ja der jump doch auch mal schnell zurück. Warte mal. Ich glaube nicht, dass man das unendlich kann. Nein. Weil... Because of reasons. Weil die Hänger sind irgendwann voll. Nee, die haben es nicht so ausgedrückt. Da ist kein Sand drin. Doch, das ist ja mehr geworden. Björnbrand. Wie geil. Nee, das ist irgendwas anderes. Ist das nicht mehr geworden? Nee, ich glaube nicht. Es hat nicht so ausgesehen. Das schaut ja eher aus wie so... Riesenkörner. Ja, genau. Alter Lachs. Wo kommen die denn her? Tschernobyl? Björnbrand. Jetzt komm mal her, komm. Ja, ich komm. Zum Björnbrand. Zum Björnbrand. Die Schnapsbrennerei macht Björnbrand. Gibt's das wirklich? Ich hab keine Ahnung. Wie hat das Bier geheißen? Das gibt's, glaube ich, auch nicht in echt, ne? Das weiß ich nicht, wie das Bier geheißen hat. Bier hat, glaube ich, geheißen, ich fahre in die falsche Richtung. Ich hab doch gesagt, spring einfach auf einen vom Hof und lauf rüber. Nein, fährt er wieder mit dem Traktor. Da-dam-da-dam-da-dam, ich hüpfe hier mal durch die Gegend. Und schau mal, wir haben 31 Minuten und mein Rechner tut immer noch. Ich habe gerade drauf geguckt, das wird heute eine überlange Folge. Ich habe nichts gesagt, mein Rechner tut nicht. Nein, der ist so ganz schön. Da kommt er ja schon. Ich habe ja gehorcht. Gehört. Grill ist aus. Super. Ich hab Hunger, Freund. Schau mal, wie die ausschauen. Ist nett, oder? Björnbrand. Ja, dann. Da genehmigen wir uns. Wobei die Flaschen machen einen leichten Eindruck von PET-Flaschen, aber ich weiß nicht. Schnaps in PET-Flaschen. Nein. Findest nicht? Hauptsache es knallt. Hauptsache es knallt. Aber wenn sie runterfällt, geht's eh kaputt, die scheißegal. Genau. Ich suche euch aber auch. Na gut, so, cool. Wolle, wir sind steinreich. Cool. Wir haben es geschafft. Wir haben Gaudi gehabt. Da können wir echt noch zwei, drei Fahrten machen. Dann können wir uns mal Maschinen leisten hier, ne? Das ist auch mal was Nettes. Ja, das stimmt. Jetzt machst du mir Angst. Ich bin's, der Kettensägenmörder. Noch einer, verdammt. Ich bin ganz brav. Kuckuck, schau, ganz brav. Ich hab nichts getan, ich bin's nicht. Der da hinten, der ist dahinter gelaufen. Gut. So. Ach komm, hier. Das ist genau hier. Ist der da hinten. Dann, Freunde der Sonne, wir wollen uns jetzt mal verabschieden. Ist recht hier. Ich setze mich mal in den Schatten. Aber, ist jetzt in den Schatten? Mich mal in Schatten setzen. Echt? So. Ja, die Sonne brennt heute wieder vom Himmel. Okay, ich auch Schatten. Gnadenlos. Dummerweise gibt es hier pro Tisch einen Schattenplatz. Das ist schade, wir müssen an getrennten Tischen saufen. Blöd. Ja, das ist total bescheuert. Ja. Gut. Schluss mit der Alberei. Wir haben den Goldtopf von den Kobolden gefunden. Ich hoffe, die wollen den nicht wiederhaben. Und das wär's noch. Genau, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Jo, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, gell? Ciao, ciao und Servus. Sayonara.